Wir schreiben den 5. Dezember im Adventskalender, Adventskalender, und ich heiße euch natürlich in aller vorweihnachtlicher Manier willkommen zurück zu eurem täglichen Türchen in Form von mehreren Türchen. Ich habe noch mal so ein bisschen was verändert und da auch euer Feedback mit in Betracht gezogen. Das heißt, die einzige Softbox, die ich besitze, die habe ich jetzt hier auch in die Mitte des Raumes gestellt. Wir haben also noch mal ein bisschen mehr Licht. Das sollte dann vor allem, wenn ich nach vorne komme, um euch Sachen zu zeigen, noch mal für mehr Details sorgen. Und meine wunderschöne kleine Zypresse, die hier schon eine ganze Weile lang bei mir im Büro herumsteht, die hat jetzt auch heute ihren großen Auftritt. Applaus, das ist unser kleiner Mini-Weihnachtsbaum. Ich hoffe, ich werde sie nicht versehentlich runterstoßen, wenn ich mal wieder zum x-ten Mal Dinner for One mäßig gegen den Tisch stolper. Und damit ich hellwach bin und nirgendwo herumstolper, haha, wird natürlich erstmal die Tasse und der dazugehörige Kaffee-Adventskalender herausgeholt. Und wir schauen, was sich denn da so im 5. Türchen verbirgt. Hier haben wir das 5. Dezember mit dem Text "This can't be true, just Lego and Apple". Wisst ihr, der Weihnachtsmann, der schaut da auf die Listen drauf und bemerkt, das kann doch jetzt nicht stimmen. Wollen denn alle nur noch Lego und Apple? Also ihr seht das hier, wir haben da jetzt eine ganze Ecke mehr Licht. Ich werde nochmal gucken, dass das dann am Ende hoffentlich auch nicht zu viel Licht ist und nicht überleuchtet. Es ist diesmal ein Café aus Nicaragua. Die Keko Caffeen Kooperative, bestehend aus über 2000 kleinen Kaffeebauern, hat bewiesen, dass sie überragenden Kaffee anbaut. Pekannüsse und Noten von Rot-Orange verleihen diesem Kaffee seine unverwechselbare Süße, gepaart mit einem weichen Nachgeschmack aus Birne und Mango. Das klingt wie ein Obstsalat, auf den man in Kaffeeform nur Bock haben kann. Ich gehe rüber in die Küche und schütt ein bisschen heißes Wasser auf. Bei Wasser, da sage ich nicht, das kommt mir nicht in die Tüte. Während ich hier warte, gibt's meinen kleinen Referatsvortrag zu unserem wunderschönen Konrad Adventskalender. Ich muss sagen, es ist für mich ein absoluter Ausflug in die Elektronik, der mir dieser Kalender hier gibt. Ich habe hier alles aufgebaut. Das Konzept von Türchen Nummer 4 war an und aus per Berührung. Das heißt, was wir da bekommen haben, ist eine tolle integrierte Schaltung, ein IC mit der Bezeichnung NE555. Den habe ich jetzt da reingesteckt. Ich zeige euch erstmal, wie das alles aussieht, völlig unangeschlossen. So sieht das alles aus. Da ist der IC-Widerstand, Leuchtdiode und noch verschiedene Verkabelungen. Das eigentliche Konzept ist jetzt, dass diese Leuchtdiode angeschaltet werden kann, indem ich hier meine Hand dran packe. Ihr seht, ich habe hier auch sehr, sehr viel von der Ummantelung weggenommen und das hat auch einen Grund. Denn der Grund ist, dass, wie so häufig irgendwie bei den Dingern, es anfangs erstmal nicht so wirklich funktioniert hat. Beziehungsweise es funktioniert nur manchmal so, wie es gedacht ist. Dieser wunderschöne NE555 speichert auch so die Position, ob ich an oder aus hatte. Wir können jetzt nochmal testen. Eigentlich sollte das hier, wenn ich jetzt da dran fasse, ausgehen. Ihr seht, da passiert leider gar nichts. Am Ende des Tages kann man trotzdem testen, dass es funkt, nämlich indem man einfach hier an diese Schaltung dran packt. Und da funktioniert es dann tatsächlich per Berührung. Also ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Das funktioniert ja auch manchmal. Zumindest hat es gestern funktioniert. Aber ihr seht, es ist ein bisschen frustrierend, weil es funktioniert, wenn man hier direkt ranfasst. Und sollte eigentlich auch, weil es ist korrekt verkabelt, dann dementsprechend hiermit funktionieren. Aber da ist eher so Pustekuchen. Ne? Also ja, guck, jetzt hat's. So, hier ist auch alles eingezeichnet, so wie es verkabelt werden soll. Und findige Elektroniker unter euch werden jetzt auch sehen, ja, das hat er eigentlich alles korrekt gemacht. Das sieht schon alles soweit ganz gut aus, aber ich muss halt hiermit arbeiten. Wenn ich da direkt rangehe, dann funktioniert hier, das funktioniert manchmal, aber irgendwie auch nicht immer. Es funktioniert per Berührung. Also mal gucken, wie sich das noch so weiterentwickelt. Und ich informiere mich natürlich auch fleißig. Mir ist ja kein Aufwand zu groß. So, apropos groß. Danach muss ich wahrscheinlich auch. Der hat einen schönen Duft. Ich fand bisher auch den Kaffee aus dem 3. Türchen. Der war auch recht floral. Den fand ich bisher am besten, um mal so ein bisschen Bewertung reinzubringen, abseits von
lecker. So, Türchen Nummer 5 im Konrad Adventskalender. Da arbeiten wir ja eigentlich drauf hin. Was haben wir denn da wieder an tollem elektronischen Spaß? Das ist also, da denkt man ja wirklich erstmal, dass eigentlich einfach so gar nichts drin ist. Es befindet sich aber darin eigentlich eine weitere Haarspange, ein weiterer Widerstand. Ja, einen weiteren Widerstand. Der hat jetzt nämlich 10 Kiloohm und trägt die Farben braun, schwarz, orange. Da werde ich mal ein bisschen Zufall einbauen. Bis zum morgigen Türchen. Auch das gefällt mir hier mit dem kleinen Pflänzchen da dazu. Das gibt richtig nochmal Stimmung hier mit rein. Aber wo Stimmung, Alter? Gib's mir, Baby! Merry Christmas! Harry Lime kommt zu mir. Und ich weiß ja inzwischen auch rumdrehen. Und dann offenbart sich einem Hogwarts in voller Spielfläche. Das haben wir ja alles geöffnet. Ich finde, die müssen mal auch so ein bisschen mehr offener sein. Das muss man sehen, dass hier schon was passiert ist. Und da ist das Türchen Nummer 5. Number 5 in Englisch. Und es befindet sich wieder was. Also, dass ich mich die ganze Zeit beim Adventskalender übrigens darüber freue, dass ich was aufbauen kann aus meinem Lego-Adventskalender. Bisher war alles zum Aufbauen, aber so das erste Türchen mit Harry, da gab es halt nicht so viel zu bauen. Jetzt gibt's immer eine Ecke mehr. Und zwar ist das, glaube ich, dieses Mal so ein Banner. Und es wird wohl das Banner von Gryffindor sein. Oder vielleicht allgemein einfach nur so ein tolles Hogwarts-Banner eben. In jedem Türchen ist ein Tütchen. Da könnte man auch denken, man hat vielleicht einen anderen Adventskalender bestellt. Einen aus Holland, ne? In jedem Türchen ein Tütchen. Das gibt's doch bestimmt, oder? Naja, nächstes Jahr dann. Das bisher übrigens meine Lego-Aufbaukünste. In was für einer Geschwindigkeit und Präzision und trotzdem mit was für einer Liebe ich das mache. Das habe ich wieder in wirklich wenigen Sekunden habe ich das richtig zusammengesetzt und es sieht richtig toll aus. Ich habe noch nicht mal mein Würdigungsschreiben vom Held der Steine, der ja eigentlich schuld ist daran, dass dieser Kalender hier steht und nicht irgendwie der Star Wars Kalender oder ähnliches. Ach ja, das sieht man jetzt hier, ne? Das scheint jetzt auch alles richtig. Also da ist jetzt eine richtige Größe. Ich habe so das Gefühl, ich bin heute öfters wie so ein, nicht der Rentnerfinger im Bild, sondern der Rentner Dominik ist komplett im Bild dieses Mal. Aber so könnt ihr zumindest mal einen wunderschönen Pullover begutachten. Ein tolles Banner. Ich finde, das Gold ist eine schön geratene Farbe, das glänzt. So, das Banner habe ich hingelegt, den Harry Potter Adventskalender auch zur Seite gelegt. Und es gibt das Gerücht, sie hätten sich zum Gast gelegt und damit dann den Ast erregt. Wisst ihr was? Ich mache heute mal was ganz Verrücktes. Ich heb mir beide Essenskalender zum Abschluss auf und mache dann ein richtiges Festmahl, weil es auch so festlich ist jetzt mit diesem Pflänzlein hier dabei. Das heißt, nächster Adventskalender, it's some kind of magic. Ich öffne ihn schon wieder so, dass ich ihn mir komplett zur Brust nehme und hier, da, ich spüre, es ist das Türchen Number 5. Oh, das ist wieder irgendwas, glaube ich, kartenspielmäßig. Nein. Das ist was mit verrückten Tannenbäumen. Es ist ein Zaubertrick, das passt ja 1A. Es ist ein Zaubertrick, der eine weihnachtliche Thematik mit sich bringt. Was mir aber natürlich noch fehlt, bevor ich hier mit irgendeinem Zaubertrick loslesen kann, ist erstmal mein hochheiliger Zauberstab aus feinster Phönixfeder und natürlich auch mein Zauberbuch, das mir Professor Snape freundlicherweise ausgeliehen hat. Mr. Potter. Aber Nummer 5 hat hier zumindest schon wieder Kartensymbolik drauf. Kartensymbolik, das ist doch illegal! Das heißt, es wird wohl in die Richtung gehen. Der Zauberschnee. Oh, etwas Seidenpapier? Ach, quasi um Schnee zu symbolisieren. Reiße aus einem Bogen Seidenpapier kleine Schnipsel heraus, die du in das Geheimfach deines Weihnachtstunnels legst. Das wird ein Zaubertrick. Der wird gigantisch. Ich brauche jetzt Seidenpapier. Ich bin mir aber sicher, es geht auch Klopapier. Und da nimmt man jetzt einfach einzelne Fetzen und knüllt die dann gleich später zusammen zu wunderschönem Schnee. Ich erinnere mich aber tatsächlich an den Schnee, der hier empfohlen wird, nämlich an dieses Seidenpapier. Das hat man schon öfters gerade im Kindergarten gemacht und dann so draufgeklebt und eben dadurch Schnee dargestellt. Das ist wirklich eine geile Idee. Das ist eine tolle Stimmung hier, die du verbreitest, du wunderschöne Zypressin. Zaubershow, mal wieder Zaubertime. Ihr seht hier, ich habe
Weihnachtsbäume, einen wunderschönen geheimen Weihnachtstunnel. Und wenn ich nach vorne gehe, dann werdet ihr erkennen, dass sich in diesem Weihnachtstunnel gar nichts drin befindet. Also hier von allen Seiten, da auch von unten, beziehungsweise von innen, ja, ihr seht in diesem Weihnachtstunnel, da ist nichts drin. Wenn ich jetzt aber den Weihnachtstunnel herumdrehe, oh, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Komm, da kann noch ein bisschen mehr rauskommen. Ja, hallo. Ich werde es euch jetzt nicht komplett verraten, man kann sich schon denken, was da drin ist, weil ich es vorgelesen habe. Da drin ist ein geheimes Fach. Howdy. Warum howdy? Sind wir jetzt irgendwie im Wilden Westen? Hallo meine lieben Freunde, da bin ich wieder mit meinem wundervollen Rentner-Adventskalender. Und dann nehme ich mir mal das Türchen Nummer 5, muss ich mal gucken, dass ich das öffne, was ich da drin habe. Ne, im letzten war ja so ein Kaffee drin, da hatte ich ja schon nebendran, da war leider nicht mehr so wirklich was. Das sieht auch schon wieder ganz gewaltig. Es ist der nächste Chai Latte. Was habt ihr mit eurem Chai Latte, Alter? Vor allem, wie viele Rentner trinken denn Chai Latte? Aber die kenne ich, glaube ich, sogar noch gar nicht. Das ist eine Chai Latte vom Typ Ingwer-Zitronengras Fresh India. Teste ich das jetzt mal? Ich kann ja jetzt nicht zum zweiten Mal hier nichts im Rentner-Adventskalender testen, aber ich habe hier eigentlich auch schon noch ein weiteres Heißgetränk. Dann halt auch noch, dann mache ich mir halt auch noch hier kurz mal den Chai Latte mit Ingwer-Zitronengras fertig. Rentner-Adventskalender, das ist ein Chai Latte-Adventskalender, ist das aktuell. Glänzt ja zumindest schön, kann man dann später vielleicht noch irgendwie als Dekoration für den Weihnachtsbaum verwenden. Auch geil, jetzt von Krüger Youth. An wen ist das Gericht? An junge, hippe Leute, die irgendwie frisch aus dem Bergheim gestolpert kommen und sich dann schön Chai Latte Typ Ingwer Zitronengras reinziehen. Ich glaube, mich bummst ein Aal. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass das Glas hier gleich zerspringt. Weil das hat auch ganz schön abgeblubbert, als ich es eingefüllt habe. Wie so ein Zaubertrank. Und der echte Rentner, der trinkt seinen Chai Latte natürlich im Bierglas. So, wie ordentliche Schneemaus, gell? Nehme ich dann gleich mal einen Schluck von, wenn es ein bisschen abgekühlt ist. Wenn da morgen nicht wieder irgendwie eine gute Marmelade oder so drin ist. Mein lieber, Zeit für ein gemütliches Frühstück. Dann ist aber hier Schluss mit lustig. Dann gehe ich auf die Barrikaden. Hier muss ich noch kurz was richtigstellen. Während ich hier den Dreh für heute vorbereitet habe, habe ich nämlich da nochmal in die Nummer 4 reingeluschert. Und dabei ist mir aufgefallen, es gab in Türchen 4 nicht nur 2 Kaugummis, sondern 3. Da haben wir das Türchen Number 5. Das fühlt sich ja erstmal abenteuerlich an. Das fühlt sich an, ist kurz angefühlt wie so ein kleines Kartenset. Es ist, sie haben einen kompletten, naja gut, was heißt der, war auch jetzt nicht gerade billig. Sie haben einen kompletten Flick-and-Lick-Lolli reingepackt. Mir schallen direkt wirklich die Werbung um die Ohren von Super RTL. Weil inzwischen ist er das nicht mehr, aber früher war das eine Marke von Togo. Das war der Togo Flick-and-Lick-Lolli, den man cool auf dem Skateboard aufgepoppt hat und sich reingezogen hat. Yay! Yeah. Ein bisschen viel Lolli bezogen hier aktuell. Aber da freue ich mich schon drauf, gleich das Gefühl haben vom schönen Wegflicken. Aber da ist jetzt... Hallo? Das ist ein vor allem Natural. Da steht ernsthaft Natural Flick-and-Lick drauf. Also Natural wird hier dran maximal der Speichel sein, der nachher den Lolli umhüllt. Fühle mich jetzt aber schon besonders cool. Können wir das hier vielleicht noch mal ein bisschen schneller aufkriegen oder sind wir heute vollkommen irgendwo anders? So, da ist er, Flag and Leg. Oh, ist schon geil, ne? Und dann kann man hier auch so richtig schön... Ha! Ich hab's immer noch drauf. Das hier ist der Lolli in zugeklappter Form. Ich vermute übrigens, das war ein größerer Erfolg als das Galaxy Fold. Und man kann den einfach öffnen. Und dann hat man ihn hier schön ergonomisch griffbereit vorhanden in ganz, ganz tollem Giftgrün und kann dann lecky lecky machen und ihn dann dementsprechend auch wieder zupacken, wenn man keinen Bock mehr drauf hat und in die Hosentasche stecken, ohne dass alles voll sifft. Normalerweise muss man ja so einen Lolli in einer Tour lutschen. Ansonsten war es das halt wieder. Live long and prosper. Und dann richtig schön saurer Apfel. Und dann einfach wieder rein. Ne? Hey! Voll Togo! Ist das dann immer noch dieselbe Firma, Flick and Lick? Höchstwahrscheinlich, ne? Togo wird die nie selbst produziert haben, sondern einfach nur das Branding draufgepappt haben, weil ich dachte, nee, das passt gut, wenn wir den Togo Flick and Lick Lolli rausbringen. Ich würde übrigens auch gerne den Kedos Flick and Lick Lolli rausbringen. Meldet euch mal. Hartkaramelle mit Apfel- und Erdbeergeschmack. Gut, die Erdbeere habe ich bisher nicht bemerkt, aber ich glaube, das ist auch nicht das Konzept des Produkts.
Hier weiß ich ja, was das Konzept des Produkts ist. Oh, ist das heiß, Alter. Holy moly. Was ging da ab? Ich probiere dann jetzt hier mal schön, wenn man noch mal einen geilen Chai Latte. Den kenne ich ja auch noch nicht. Schmeckt. Also schon, man schmeckt ganz schön diese Ingwer-Geschichte mit raus. An irgendwas anderes erinnert mich das noch. Das erinnert mich an so eine Soße. Ja, ganz gewaltig. Mmh. Ja, natürlich. Das erinnert mich an so ein asiatisches Fertiggericht für die Mikrowelle von so einem gewissen Discounter mit so Bambussprossen. Und da ist auch so eine Bambussoße. Genau, da ist so eine Bambussoße bei. Und da ist wohl auch irgendwie Ingwer mit drin. Das schmeckt wirklich sehr, sehr ähnlich dazu. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in Form von Bewertungen und Kommentaren mitteilen. Ich wünsche euch einen traumhaften Start in den 5. Dezember. Hoffe, ich konnte euch hier mal wieder ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung mitgeben. Ich würde sagen, bei dem Baum, aber Hippie Happer Obacht auf alle Fälle. Und wir sehen uns morgen um 5 Uhr wieder, wenn es heißt Türchen Nummer 6 im Adventskalender. Adventskalender. Tschüsschen.